Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Binding of Isaac Weapons. Auch heute werden wir versuchen, Jacob und Esau freizuschalten. Wir nehmen einfach mal Isaac, weil Isaac den D6 hat. Letztes Mal mit The Lost lief das ja eigentlich ganz gut. Oh, wir haben hier gleich den goldenen Raum mit Piskus, I guess. Ich weiß nicht, was Piskus macht. Ja, er hat den D6, das heißt, wir können Items Revolt kriegen. Erstmal den Bloodsucker, das ist sehr gut, da kann ich nämlich viel laden. Ich saug nämlich auch gerne den Lebenssaft von irgendwelchen Kreaturen aus. Okay, cringe. Wir haben hier auch gleich den Shop, in dem wir absolut nothing haben. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Geld aus dem Feuer, aber nö, dann halt nicht. Erster Boss, haben wir zwei Ganglings, blubbididub, bros, alles cool. Los, saug sie aus, mein kleiner Leash. Saug ihnen die Lebensenergie aus ihnen heraus. Was sind das denn eigentlich? Sind das, sollen das Herzen sein? So Mini-Herzen, die noch nicht richtig ausgewachsen sind? Baby-Mini-Herzen, Knibbelips? Ich glaube, der Leash ist richtig cool. Warum ist das eigentlich nicht Maudado? Oh, wir kriegen die Doll. Die wird uns auf jeden Fall blaue Herzen geben, aber... Oh, das ist viel besser. Wir kriegen Tiersa. Gleich von Anfang an. Ultra nice, du. Hier kriegen wir noch einen Schlüssel. Das hat sich doch gelohnt. Und wir müssen hier ja noch nicht in die Kanalisation gehen. Deswegen machen wir das erst in der nächsten Ebene. Das war da überhaupt der beste Tipp ever, weil die Kanalisation ist richtig kacke. Und wir kriegen im goldenen Raum ein komisches Ding. Das kenne ich. Ich habe es schon mal gehabt, aber ich weiß nicht, ob es gut war. Ich habe irgendwie im Gedächtnis, dass es nicht so gut war. Und ich... Okay, ich werde... Ja, ab und zu muss man einfach mal Damage bekommen. Man kennt's. Wir müssen auf jeden Fall unseren D6 voll kriegen. Oh, einen goldenen Raum. Nee, im Shop haben wir einfach more Options. Will ich auf jeden Fall haben. Nein, wir kriegen einfach kein Geld. Ich brauche 7 mehr Geld für more Options. Wo kriege ich denn jetzt Geld her? Wir werden auf jeden Fall das Ding hier über Rewall kriegen. Firemind. Oh, Firemind ist natürlich ultra strong. Wir müssen allerdings aufpassen, weil ab und zu explodieren da, glaube ich, die Tränen. Und dann kann man sich... Oh. Dann kann man sich, glaube ich, selber treffen. Hier haben wir noch, ich habe gar keine Ahnung, wie der heißt, aber den... Au! Okay, ja klar, der kann Laser. Habe ich vergessen, aber alles easy. Flaming Tears sind sehr cool. Der bellt. Speed up, ne? Können wir eh nicht rerollen, also werden wir es mitnehmen im Devil Deal. Haben wir Fliegen und ich glaube dieses Voiding. Das Voiding ist ganz cool, weil es schwarze Herzen gibt, aber ein ganzes Leben dafür opfern, gar keinen Bock. Wir werden hier auch gleich mal den Schlüssel einsetzen, sonst setze ich den wieder dummerweise irgendwo anders ein. Und wir brauchen jetzt noch irgendwo... Eine fucking Münze. Wo kriege ich eine fucking Münze? Vielleicht aus so einem Feuer hier? Okay, das kann ein bisschen dauern, I guess. Oh, das lohnt sich nicht mal. Ja, geil. Danke. Einfach 5 Minuten für gar nichts geopfert. Wo kriege ich denn jetzt eine Münze her? Please, I need a Münze. Bitte, bitte eine nur. Ein Feuer, von dem muss ja wohl eine Münze drin haben. Und der eine... Was mache ich denn jetzt? Wir könnten natürlich darüber laufen. Kann man da nicht auch Münzen bekommen? Oh mein Gott, das zieht einfach jedes Mal ein Leben ab. Und wir kriegen nicht mal was dafür. Okay, jetzt habe ich keine Leben mehr. Ich habe keine Münze. Jetzt kann ich immer mehr in den Stachelraum. Oh, aber wir können in den Challenge-Raum. Ist doch, glaube ich, auch nicht so bad. Ey, dich kenne ich doch. Dich habe ich doch gerade erst besiegt. Wie kommst du denn schon wieder hierher? Wir sind doch gar nicht in der Leiche oder im Mausoleum. Oh mein Gott. Ah, wir müssen die ja eigentlich nicht töten, ne? Dann wird man ihre Flöte bekommen. Von der roten Fliege. Das scheint auch ein sehr starkes Item zu sein, aber ich will die Flöte ehrlich gesagt nicht haben, weil ich ja den D6 habe. Wir können das doch nicht rerollen. Deswegen, ich töte sie trotzdem mal. Und ich hoffe, dass wir am Ende von diesem Raum noch irgendwas Cooles bekommen. Ich meine, wir haben The Moon. Wir können uns raus... Teleporten, wir kriegen einen Sack mit. Nein, kein Geld. Warum ist das? Oh, aber Temperance. Temperance ist ja schon mal Safe Money, ne? Ja, komm, hier nehmen all meine Leben. Nehmen sie alle. Blattzacker, hast du nicht auch noch ein paar Leben dabei? Ja, vielleicht kriegen wir noch ein paar Leben dazu. Nö, aber wir kriegen ein weißes Herz. Ja, toll. Das können wir nicht mehr in den Stachelraum. Das ist ein bisschen dumm. Aber wir haben genug Geld, dass wir more Options kaufen können. Ultra nice, ultra nice. Und das blaue Herz hätte ich tatsächlich gerne. Das rote Herz ist mir eigentlich scheißegal. Na gut, dann können wir noch eine Mütze kurz spenden. Dann sind wir, glaube ich, in dieser Ebene durch. Wow, hier gibt es einfach 2 Münzen. Are you serious? Ich hätte gar nichts machen müssen. Ich hätte auch hier das Geld einfach herbekommen können. Egal. Kanalisation. Schon mal schön am Anfang unsere Devil die Chance weggemacht. Richtig geil. Und wir kriegen im goldenen Raum... Oh mein Gott, diese Spinne ist richtig cool. Aber die Psyfly ist natürlich noch viel geiler. Die hatten wir ja auch letztes Mal, glaube ich. Oder vorletztes Mal. Scheiße, ey. Ich weiß nicht. Aber die Psyfly, die hält ja alle Tränen ab. Das ist schon mal sehr, sehr cool. Kriegen wir nochmal 5 Münzen. Ansonsten hat der Shop leider absolut gar nichts worthy für uns. Und wir sind natürlich jetzt schon in der Kanalisation 2. Das heißt, wir müssen lost werden, dass wir in diese Unterwelt kommen, nicht wahr?
Aber ich glaube, wir machen erstmal den Boss. Der sollte ja nicht allzu schwer sein. Das ist einfach nur ein Fettwanz. Was soll so ein Fettwanz schon gegen mich machen? Den brennen wir ein bisschen an und dann haben wir richtig lecker Schmecker Fettwanz. Gedärme im Kopf. I don't know. Ja, komm, jetzt brennt einfach. Verbrannte Bosse sind die besten Bosse. Okay, richtig schlechtes Item. Wie wollen wir? Kriegen einen Speed-Up. Okay, gut. Dann lass halt mal so Last werden. Sehr, sehr gut. Da haben wir unser Schlüsselstück. Und mir wurde gesagt, ich kann als Lost hier auch gegen diesen komischen Boss kämpfen und krieg dann noch ein Item dazu. Deswegen würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, wir werden einmal gegen den Boss hier kämpfen als Lost. Wir haben ja jetzt ein bisschen Übung da drin, so Lost zu sein. Also sollte das eigentlich kein Problem sein. Das ist einfach derselbe Boss. Das ist ja höchst interessant. So, und wenn der jetzt tatsächlich in der Zwischenwelt, das ist der Zwischenweltboss, auch besiegen und der tatsächlich auch noch ein Item gibt, dann wäre das ganz schön wild. Oh, hier ist einfach noch Gegner. Aber kriegt tatsächlich ein Item. Wie gut ist das denn? Habe ich eigentlich als The Lost... Speed up. Okay, jetzt sind wir mega fast. Habe ich als The Lost auch Holy Mantle? Also als dieser The Lost? Selbst wenn ich nicht als The Lost starte, sieht ein bisschen so aus, ne, weil ich so leuchte. Aber jetzt sind wir richtig fast. Guck mal, wie fast wir sind. Und jetzt seht ihr auch mal diesen ganzen Weg, den ich hier hinterlegen musste. Das habe ich ja eben alles rausgeschnitten. So, okay, wir sind wieder in der richtigen Welt. Wir sind trotzdem noch fast as Sonic. Okay. Shop. Das Gute ist, ich glaube, das untere ist ganz... Money? Ich dachte, das wäre was anderes. Ich dachte, das wäre dieses Wolf-Schrei-Ding, dass man weiß, wo Geheimräume sind. Okay, aber Money? Why not? Wir haben jetzt... Oh, wir können über 100 Münzen haben, oder was? Die Dinger sind nicht so geil. Möchte ich gerne rerollen, wenn wir genug... Wie wohl Action haben. Hallo! Hier gibt es einfach einen Mini-Pin. Lol, guckt euch den Mini-Pin an. Das ist ein Mini-Mini-Pin. Also Pin allein ist schon cute, aber der Mini-Pin ist ja noch cuter. Ultra nice. Okay, ich glaube, wir haben nicht mehr genug Räume, dass wir das hier irgendwie rerollen können. Dann nehmen wir das Celt Cross mit, weil das gibt dann, glaube ich, ab und zu mal ein Schutzschild. Und ein Schutzschild ist ganz nice. So. Hey, guck mal, hier kommt immer mehr Geld raus. Ist das wegen diesem More Money? Können wir jetzt zum einen mehr Money tragen und zum anderen... Nee, spawnt auch mehr Money, aber vielleicht doch. I don't know. Gördi! Oh, ich glaube, Gördi schmeckt auch richtig gut, wenn man den anfackelt, oder? So ein geiles, fettiges Herz, das man ein bisschen anfackelt. Mega nice. Eigentlich muss ich mich auch gar nicht bewegen, weil ich habe ja diese Psyfly. Die Psyfly ist sowieso, glaube ich, mega OP. Da kommt ja gar nichts an mich ran. Ich kann hier einfach stehen bleiben, ihn anzünden und danach richtig lecker verschmutzen. Oh ja, geil. Oh, das schmeckt richtig gut. Und dann ist doch alles cool. Und wir kriegen mal ein neues Herz. Das haben wir letztes Mal freige... Oder vorletztes Mal? Egal. Wir haben... What a heart auf jeden Fall. Und mir fehlt eine fucking Bombe. Mir fehlt eine fucking Bombe. Wieso fehlt mir denn immer irgendwas? Okay, zumindest ein Tier ist aber ein paar blaue Herzen. Oh Mann, wo kriege ich denn jetzt eine Bombe her? War im Shop eine Bombe? Und... Au! Lol. Diese Kackdinger explodieren einfach. Kommen wir hier wenigstens in den Stachelraum rein, ohne den zu verlieren. Aber... Was? Scheiße, explodiert? Das ist ja richtig dumm. Die Feuerdinger explodieren nicht, aber Scheiße explodiert. Are you serious? Oh, okay, wir haben hier eine Bombe. Oh mein Gott. Ich hatte richtig Angst, dass hier keine Bombe ist. Aber gut, dann kommen wir auf jeden Fall in die Minen 2. Hier ist noch ein blauer Stein, an den wir nicht rankommen. Das TNT-Fass kann man nicht verschieben, ne? Richtig uncool. Ich hätte richtig gerne den blauen Stein. Egal, ab in die Minen. So, da hätten wir auch gleich den goldenen Raum. Danke, dass ihr mir den... Geheimraum aufgemacht habe. Eine Bombe für zwei Bomben machen wir auf jeden Fall auch. Da ist ein guter Tausch. Money! Danke for the money. Du siehst auch, als ob du Money hättest. Ja, hast du. Danke für dein Money. Money, Money, Money. Goldener Raum gibt uns Bombo. Aua, Gegner. Das ist die Gegner. Bombo ist cool, aber ich hätte gerne meine Leben behalten und wir kriegen einfach Money gives power. Oh mein Gott, wir können über 100 Münzen haben und haben Money gives power. What? Okay, ich glaube, das macht uns richtig strong. Ist, glaube ich, unser erstes... Nee, unser zweites Damage-Up in diesem One. Aber das ist ja eine mega gute Combo. Wir können... Ich glaube, wir können unendlich Münzen tatsächlich haben, wegen diesem Money-Sack-Dings-Bums-Scheiß. Aua, ich hasse diesen Gegner, by the way. Und werden mit jeder Money, die wir einsammeln, einfach immer stärker. Fuck, ey, ich weiß nicht, wie viele Leben ich habe, wenn er mich jetzt hier die ganze Zeit hittet. Vielleicht sind wir gleich einfach tot. Vielleicht sollte ich mich nicht so früh freuen, dass ich Money gleich Power habe. Money gleich Power. Oh ja, die Attacke ist gut. Da haben wir ihn erwischt. Kriegen wir ihn diesmal irgendwann? Come on. Nein. Ein Hit. Oh, komm. Ich glaube, wir haben es nicht hinbekommen. Oh, da haben wir unser zweites Damage-Up und ein HP-Up. Ich habe leider gar keinen Plan, wie viel
Leben ich habe. Wir haben jetzt nochmal 2 Leben geopfert, gell? Da aufpassen, weil das explodiert. Tja, oh, wenigstens ein Herz. Wir müssen jetzt halt nochmal weglaufen. Das ist kacke. Ich weiß nicht, wie viele Leben ich habe. Aber let's go. Kann ja nicht so schwer werden. Wir haben den... Da ist ein blaues Herz und ich komme einfach nicht ran, weil ich gar nichts habe. Das ist gemein. Das ist echt fiese. Ich bin jetzt vor allem so richtig langsam. Ich hätte gerne meinen Speed, den ich eben drauf hatte. Ich bin jetzt überhaupt gar kein Sonic mehr. Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, ist das fiese. Oh, er trifft mich auch einfach. Okay, ich gehe nochmal zurück. Du bist ja blöde. Du bist ja... Jetzt mach deinen Scheiß. Ich weiß nicht, wie viel Leben ich habe. Ich weiß nicht, wie viel Leben der Abzug. Ich finde das alles doof. Okay. Aber das... Sieht doch an sich machbar aus. Lässt du mich durch? Nein? Okay, dann nicht. Dann komm halt nochmal hoch. So, wir haben das jetzt schon so oft gemacht. Wir sollten an sich... Oh mein Gott. Eigentlich... Wow, eigentlich ganz gut sein. Das Tolle ist ja, wenn wir einmal Mutter besiegen, dann müssen wir das, glaube ich, nie mehr machen, oder? Weil dann haben wir ja Jacob und Esau freigeschalten. Und dann sehe ich diese blöde, schwarz-rote Fliege hier nie mehr wieder. Dann müssen wir das nie mehr machen. Hoffe ich. Vielleicht. Okay, da unten bringt uns das absolut gar nichts. Ich glaube, ich muss dann rechts lang... Oh mein, ich hasse dieses Ding. Da geht immer der Puls gleich auf 5 Milliarden hoch. Hä, hey, Leute, guck mal da oben. Habt ihr gesehen? Da war irgend so ein Typ. Guck mal, da hängt er einfach. Der chillt da einfach oben rechts ab. Kann ich den irgendwie retten? Junge, willst du mein Freund sein? Der hatte keinen Bock mehr vor... Au! Scheiße. Der hatte keinen Bock mehr vor dem Ding zu flüchten. Ja, da war gar keinen Bock mehr. Toll, ey. Wie oft hatte ich schon getroffen? 3-mal? Okay, wir könnten den linken Weg gehen, aber wir können auch den rechten Weg gehen. Der rechte Weg ist mit Fliegen bestückt. Ich mag Fliegen nicht. Die tun einen immer weh. Deswegen gehen wir den langen Weg. Passt schon. Und ich glaube, ja, hier ist schon draußen. Okay, ich habe gar keinen Plan, wie viele Leben ich habe. Ich kann mir vorstellen, dass ich nicht mehr so viele Leben habe. Wir werden es gleich sehen, wenn wir diese Ebene tatsächlich verlassen. Ob ich tatsächlich noch ein paar Leben hatte oder nicht. Aber wir scheinen über einem Herz zu haben, weil sonst wäre ja der Challenge-Raum da aufgegangen. So, nicht in den Kack rein, sondern in die... ins Mausoleum. Let's go. Wir hatten 2,5 Leben. Okay. Das war gar nicht so schlecht. Au, ja, kotzt dich ruhig aus. Ist vollkommen in Ordnung. Mann, ich hasse diese Ebene. Mausoleum ist die schlimmste Ebene von allen. Ich schwöre. Was haben wir... Den muss ich nicht machen. Das Ding guckt mich an. Das ist super gruselig. Ja, danke. Ja, danke. Treffe ich doch gleich 2-mal. Ich habe noch ein halbes Leben. Richtig gut. Ich liebe es. Danke, Spiel. Warum ist das Mausoleum so ein Scheiß? Ich hasse das Mausoleum. Fucking Kack-Mausoleum. Ja, jetzt kommt ja noch so ein Void, ne? Ich werde sowas von sterben. Aber wie soll ich denn... Gib mir doch bitte Leben, bitte. Irgendwann gib mir Leben. Du bitte, dann du vielleicht. Ist doch scheiße. Wie soll ich denn mit dem... Ja, genau. Das ist einfach mein Tod. Wenn hier gleich irgendwas in meiner Fresse explodiert, dann bin ich einfach tot. Ja, genau das. Genau das. Okay, noch haben wir überlebt. Wir haben jetzt 2 krasse Räume, wo man auch krass viel... Oh ja, komm mal. Ah, wenn man Schlüssel braucht, aber ist in Ordnung. Wir kriegen ganz viele Schlüssel. Hat ein Skoo nicht auch ein schwarzes Herz gegeben oder so? Was wir wollen, aber ich glaube, das hat ein schwarzes Herz gegeben. Dann muss ich es mitnehmen. Hat ein nicht. Ah, aber Tiers aber ist es zumindest. Komm, bitte ein Leben. Ja, Leben, 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 bitte gib mir Leben. Ich weiß nicht, was die 3 macht. Ah, die 3 Rewalt alle Sachen auf dem Boden. Ich glaube, die goldene Kiste. Oh, ja, richtig viel Damage. Wie viel bringt das? 25 Münzen? 1,1 Damage mehr. Ultra gut. Okay, ich glaube, die Münzen können wir dann einmal rerollen. Das zählt ja, glaube ich, für die ganze Ebene. Ja, guck, hier haben wir auch eine neue Pille bekommen, die uns Shotspeed down gibt. Ja, toll, richtig geil. Okay, aber gar nicht so bad. Yo, bitte hören Sie auf, mich auszupeitschen. Ich weiß, peitschen ist eigentlich ganz cool, aber ich mag's nicht so. Das ist doch voll gemein, dass es hier diese Hexer gibt, die dir einfach Schuld geben. Das haben die aber doch locker von Dead Space abgeguckt. Da gab's doch auch diese Kack-Dinger. Wir kriegen einfach, lol, die satanische Bibel. Nehme ich die satanische Bibel mit oder die Six? Die wird uns halt auf jeden Fall schwarze Herzen geben. Und wir brauchen gerade sowas von Herzen. Ah, ja, komm. Ist in Ordnung. Ein paar Leben sind okay. Der gibt uns kein Money, obwohl er einfach Money in seinen Augen hatte. Ich kaufe einfach auch nochmal den Sack. Ist in Ordnung. Wir geben jetzt all unser Geld aus. Das kostet uns richtig viel Damage, aber... Ja, komm, jetzt haben wir schon so viel Geld ausgegeben. Okay, das war richtig dumm. Schablack. Ich glaube, ich kann jetzt meine satanische Bibel so oft einsetzen, wie ich will. Aber es kostet halt Leben, wenn ich sie einsetzen will. Guck mal, hier ist es richtig gut, dass diese Dinger explodieren. Oh mein Gott. Cool. Das Scheiß explodiert, das ist sehr, sehr nice. Mann! Und man kann sich nicht mehr richtig bewegen, wenn die einen hier treffen. Mit ihren Kackpeitschen. Aber ich glaube, die satanische Bibel ist das Beste, was ich mitnehmen konnte, oder? Also es ist auf jeden Fall sehr viel besser als die Six. Wir sind ja auch schon relativ weit... Boah, man kann ja aber nicht töten. Relativ weit am Ende. Wir müssen ja nur bis zur Mutter kommen. Wir müssen ja nicht irgendwas richtig Krasses machen, sondern einfach nur Mutter besiegen. Also die weiße Mutter.
Ich meine, da sind wir sogar mit The Lost hingekommen. Da kann es ja nicht so schwer sein, da auch als... Lol, Isaac hinzukommen. Das ist Siren, kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Was kannst du so? Du kannst rumschreien. Und zwar ganz schön cool. Ein Glück habe ich meine Psy-Fly. Tschub, tschub, tschub. Hä, dieses Angriffsmuster erinnert mich mega an Enter the Dungeon. Da gab's doch auch... Au! Hä? Solche Wesen? Hä? Lol, 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 lol. Die hat mich mein eigenes Messer gerade angegriffen? Hat die mein Messer verführt? Dass es mich deswegen angegriffen hat? Are you fucking serious? Wir haben Gehenna freigeschalten. Und wir können einfach ein Leben ausgeben, dass wir ein Gabi-Item bekommen. Wie wild ist das denn? Auf jeden Fall mit. Wir kriegen noch ein Angel Room mit Halo of Tears. Gar kein Plan, was das macht, aber wir kriegen hier auf jeden Fall ein paar blaue Herzen, nicht wahr? Wollen wir den... Ja, komm. Töten wir auch noch mal kurz den Typen hier. Ich sehe gerade, dass mein Facebook mich trackt, aber kann ich mich gerade nicht drum kümmern. I'm super sorry. Aber ich glaube, wenn wir den töten, dann ist ja, glaube ich, unser Angel Deals auch höher, ne? Dann nehmen wir den auf jeden Fall mit. Hallo, bitte tricken Sie mich. Er trackt mich einfach nicht. Richtig uncool. Oh Mann. Okay, wir sind jetzt im... wo sind wir denn? Ist es immer noch Mausoleum oder ist das schon ein Korps? I don't know. Hier gibt es auf jeden Fall komische Stiere. Und zwar ganz schön viele, die interessant aussehen. Die sehen aus wie dieses eine Item, das immer macht, dass auf jeden Fall ein Devil bekommt, oder? Weiß gerade nicht, wie der heißt, aber ist ganz interessant. Und unser Halo of Tears macht anscheinend, dass unsere Tears ab und zu mal um uns rumfliegen. Das ist auch gar nicht so kacke. Was ist hier jetzt los? Okay, wir müssen das anpassen, dass wir weder von den Morgensternen getroffen werden, noch von den Stacheln. Ja, das lief doch ganz gut. Das lief doch ganz gut, glaube ich. Siren war ganz interessant. Oh, nochmal so ein Scheiß. Moment, okay, ja, ich danke. Ich hatte einfach Panik. Da hätte gar keine Panik sein müssen. Wieso sind hier so viele Rätsel? Was ist das denn, ey? Okay, alles gechillt. Einfach nicht von den Stacheln treffen lassen. Ja, komm. Wow, war doch alles easy und wir kriegen einfach 15 Münzen. Das wird so viel. 0,75 Damage mehr. So viel Damage, ey. Ich liebe es. Vielleicht kommen wir sogar auf... Das wäre so geil, wenn wir auf über 99 Münzen kommen, dass wir so viel Damage haben. Weil Damage wird einfach Mutter richtig kaputt machen. Ja, kotz dich aus. Kotz dich raus. Ich kenne das. Wenn man zu viel Chili gegessen hat, zu viel Korean Style. Ah, ich glaube, wir müssen ein bisschen Geld ausgeben. Spider-Mod ist einfach zu geil, dass man sieht, wie viel Leben die Gegner haben. Ist einfach zu geil. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Geld wieder. Ja, und einfach vor so Lulz können wir auch ein bisschen spenden. Jetzt haben wir 50 Münzen. Ach komm, machen wir es auf 980. Wir sind mal heute nicht so, auch wenn uns das natürlich jetzt alles Damage kostet. Aber vielleicht geht ja mein Karma dadurch hoch. Guck, haben wir hier witzige Items bekommen. Ich weiß nicht, was das linke macht. Das rechte ist, glaube ich, dieses Laser-Baby. Na komm, wir nehmen das linke mit. Cute Baby, kick the baby. Kick it. Das ist ja mega funny. Man kann einfach das Baby kicken. Hä? Okay, ich habe keine Ahnung, ob das was bringt, ob es gut ist oder nicht. Aber ich habe es mal mitgenommen. Das ist doch ganz witzig. So, Mutti. Dich kennen wir ja nur schon. Du bist die Mutti, die Laserstrahlen macht. Aber wenn wir... Ja, geil. Wenn man sich selber hätte, das ist nicht so geil. Aber wir kennen die ja jetzt schon. Man muss einfach nur aufpassen, dass sie eigentlich... Laserstrahl, die hat einfach einen Triple Laser gemacht. Triple Laser. Und wir sehen jetzt endlich mal, dass Polaroid auf der linken Seite ist. Ganz nett. Das weiße Herz nämlich... Mit, wenn wir Mutters Herz besiegt haben, I guess. Ja, koch. Das lief doch schon mal ganz gut. So, Mutters Herz sollte eigentlich auch kein Problem sein. War es letztes Mal ja auch nicht. Waren wir nicht letztes Mal auch hier mit der Psyfly? Und das war einfach gar kein Problem gegen die, weil wir halt diese Psyfly haben. Richtig weird. Also ich finde das normale Herz tatsächlich schwieriger, weil das normale Herz spawnt Sachen. Und macht Laser. Und dieses komische, modifizierte Herz, das wir hier haben, das macht einfach absolut gar nichts. Ich kann einfach stehen bleiben und das töten. Ist schon ein bisschen lame. Schön. Okay. Haben die besiegt. Mein weißes Herz ist weg. Sehr cool. Danke, Spiel. Cool. Hätte ich das natürlich mitnehmen sollen. Ich wusste ja nicht, dass ich in der Zwischenwelt hier erscheine, aber gut. Und hier könnten wir tatsächlich ein bisschen Money rausholen, um noch ein bisschen stärker zu werden. Sind wir denn jetzt... Oh, wir haben ein Schutzschild. Mega gut, gib mir Money. Oh, 10 Münzen, 16 Münzen, 17 Münzen. Oh mein Gott, ich kriege richtig viel Geld. Das zieht natürlich auch jedes Mal mein ganzes Leben ab. Das ist uncool. Guck mal, wie viel Damage wir einfach bekommen. Über ein Damage mehr. Und vielleicht kommt da sogar noch mehr Geld raus. Oh ja, so viel Money. Wir kamen gleich ein 10er Damage. Das ist schon richtig, richtig cool. So, jetzt sind wir ja ein Korps, nicht wahr? Ihr habt gemeint, Korps heißt Leiche. Also da danke auch an die Kommentarschreiber. Warum auch immer man in einer...
Leiche agieren sollte. Wieso ist der Typ eingefroren? Bestimmt wegen diesem Baby, das wir hier haben. Das ist ja... Au, mega weird. Das ist ein gutes Trinket. Ich glaube, das macht ab und zu, dass man... Fliegen bekommt. Hier haben wir aber gar nicht mal so viele Leben jetzt. Na, hallo Gluten-Toni. So, ich bin mir gerade nicht sicher. Sind wir jetzt schon in der letzten Ebene? Heißt, wenn wir hier in den Boss reingehen, dass das dann schon Mutter ist? Weil für Mutter fühle ich mich auf jeden Fall noch nicht stark genug. Und ich hätte auch richtig gerne 99... Oh, doppeltes Lebens-Upgrade. Ich glaube, wir sind schnell genug, dass wir es mitnehmen können. Weil man da ja auch... Speed verliert. Ich glaube, ich gehe noch nicht zur Mutti. Ich glaube, ich gucke mich erst... Nein! Oh mein Gott! Guckt euch an. Die haben einfach die Gaswolke eingesaugt. Kein Wunder, dass sie daran sterben. Solche Dummköpfe. Ah, ja, wir gucken jetzt erstmal noch in der Ebene um. Vielleicht kriegen wir... Tears up! Okay, hat sich jetzt schon gelohnt. Vielleicht kriegen wir volle Leben. Vielleicht können wir unsere satanische Bibel nochmal einsetzen. Und vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr Money. Ich wüsste halt schon gern, aber ob wir tatsächlich 100 Münzen tragen können. Okay, wir sind noch nicht in der Final-Ebene. Chimera, den kennen wir ja auch schon. Den kennen wir ja auch schon mit unseren 94 Münzen, 10er Damage, alles easy. Den flammen wir einfach ein bisschen weg. Flambation. Das wäre so cool, wenn wir das tatsächlich heute mal schaffen würden, Jacob und Esau freizuschalten. Ich meine, ich habe dieses DLC... Aua, danke. Ich habe dieses DLC gekauft und habe einfach noch gar nichts freigeschalten. Also so gar nichts. Ich glaube, ich habe jedes Mal, außer in der ersten Folge, versucht, Jacob und Esau freizuschalten und habe jedes Mal kläglich versagt. Einmal waren wir nah dran... Als Lost, also letztes Mal, das war schon richtig knapp, weil da waren wir schon bei Mutter. Und einmal bin ich einfach nicht in so eine blöde Tür reingegangen. Richtig dumm. Oh, zwei Leben für Mutters Knife. Mutters Knife ist natürlich stark, aber will ich Mutters Knife mit? Nee, ich hab's mitgenommen. Oh mein Gott, ich glaube, oh mein Gott, das war da richtig dumm, glaube ich. Aber es ist gelb. Leute, wir haben ein gelbes Schwert. Wir haben jetzt gar keine Range mehr. Ich glaube, das war richtig dumm, oder? Weil, wow, da gibt uns auch nichts. Ja... Gott, ich hätte so viel Damage gemacht mit diesem ganzen Feuer. Ich habe mein Feuer jetzt nicht mehr und ich habe zwei Leben dafür gelassen. Ich glaube, ich habe gerade meinen One zerstört, dadurch, dass ich Mutters Knife mitgenommen habe. Warum nehme ich denn Mutters Knife mit? Bin ich komplett lost? Ich bin komplett lost. Aber ich kann doch kein Item da lassen, wenn ich einen Boss besiegt habe. Also es ist wahrscheinlich mega stark. Obwohl unsere Stärke ist dieselbe, ne? Aber ich glaube, Mutters Knife... Hittet ja ein paar Mal häufiger, wenn es jemanden trifft. Klar, das Feuer hätte auch mehrere Okay, das ist ganz nice. Das Feuer hätte auch öfters getroffen. Aber... LOL! Hä, wir haben den Typen einfach weggeschleudert. Wie witzig war das denn? Ja, und hier ist Mutter. Oh Mann, ey, wir haben nur 5 Leben. Und ein scheiß Knife. War das jetzt gut, dass ich dieses Knife mitgenommen habe? Voll für 2 ganze Leben. Das sind ja 2 Hits, Leute. 2 Hits, die wir vor allem die Chance gehabt hätten, mit dem Celtic Quartz. Oh, The Sun. Mega geil. Ein Schild zu bekommen. The Sun, wir können uns einmal voll heilen. Okay, das war die beste Entscheidung ever, dieses Baby mitzunehmen. Ich liebe dieses Baby. Wir können auch nochmal nach einem Geheimraum suchen. Wir kriegen tatsächlich ein paar Pillen. Luck up. Da kann der Rest ja eigentlich nicht... schlecht sein. Nochmal ein Health Down. Richtig gut. Range Up. Noch ein Range Up. Und die Sun-Karte nehmen wir natürlich auch mit. Okay, also wir können uns einmal voll heilen bei Mutti. Einmal voll heilen. Wir haben 5 Leben. Heißt, wir haben insgesamt 9. Und beim 10. Hit sind wir tot. Okay, let's go. Okay, wir sind schon wieder bei Mutter. Ich kann nicht einschätzen, ob das viel Damage ist, den wir gerade machen. Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass wir mehr Damage gemacht hätten. Wir haben kein Schild bekommen. Scheiße. Mit dem ganzen Feuer, das wir ja normalerweise hätten. Das wäre schon ganz geil gewesen. Die erste Phase ist aber ja allgemein kein Problem. Ist so die Sache. Okay, ja, kotzt sich raus. Alle kotzen sich hier aus. Wir haben nur 4 Leben, aber wir haben jetzt natürlich wieder eine Geheimwaffe mit unserer The Sun-Karte. So, guck, den Scheiß kenne ich doch jetzt auch. Ich weiß jetzt, wie ich dem ausweichen muss. Ja, ja, mach du ruhig. Was ist das? Einfach Cycle jerken und dann kriegen wir die doch easy tot. Guck mal, also, ich glaube, man muss bei Mutter sowieso relativ nah dran sein. Um Damage zu machen. Von dem her ist das, glaube ich, gar nicht so. Okay, ja, richtig dumm. Richtig. Nein, Sun-Karte, bitte rette mich. Bitte retten Sie mich. Das macht ja auch Damage. Nein, wieso habe ich denn jetzt so viele Damage verloren?
mein, okay, warte. Komm, nein, nein, Konzentration, nein, ich kann jetzt nicht schon wieder so knapp vor Ende gegen Mutter verlieren. Bitte, bitte stirb einfach. Ich habe nur 3 Leben, jetzt kommt schon wieder der Scheiß. Aber diesmal bin ich vorbereitet. Links, rechts, geradeaus. Und, oh nein, 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 bitte. Danke. Okay, haben wir sie? Hat sie noch eine dritte Phase? Hat sie noch eine dritte Phase? Bitte hab keine dritte Phase. Okay, wir haben Jacob und Dings auf freigeschalten. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Ich trau mich hier nicht aus der Ecke raus. Wir haben 5 Sachen freigeschalten. Kann ich aus der Ecke raus? Passiert oben noch irgendwas Böses? Ich trau mich nicht. Baby, guck nach, ob da oben irgendwas Böses ist. Ist nichts Böses? Nur eine aufgeplatzte Mama? Okay, nur eine aufgeplatzte Mama. Haben wir es wirklich geschafft gegen Mutter? War das Messer eine gute Idee mitzunehmen? Haben wir Mutter besiegt? Ist hier nichts weiter? Okay, dann glaube ich. Wir haben es wirklich geschafft, ey. Wie krass ist das denn? Neues Ende. Leute, neues Ende. Okay, ich bin ruhig. Isaac, what are you drawing? Isaac, let me see it. Give it to me now. This is what you think of me? This is what I am to you? A monster? No, no, Mom, I've just... After all I've done for you, this is how you view me? You think I'm a monster, Isaac? I'll show you a monster! Mom, no, please! You are just like your father. I can't even look at you. How could you? You are just like him! Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation. Neues Ende. Fand ich ein witziges Ende. Vor allem Isaac hat mal geredet. Und irgendwie hat mich Isaacs Stimme an Rainbow Dash aus My Little Pony erinnert. I don't know. Hat man schon mal Isaac reden gehört? Ich glaube nämlich nicht. Vor allem haben wir Mutter besiegt. Wir haben jetzt endlich Jacob und Isa freigeschaltet. Jetzt können wir den endlich mal probieren. I like. Das Ende war cool. Mutter ist wieder böse. Wir sehen Mutter als Monster an, was sie auch ist. In unseren Träumen ist sie einfach geplatzt. Und sie hat uns dafür verantwortlich gemacht, dass der Vater wieder weggegangen ist, nicht wahr? Irgendwie so. Also die Story von Isaac verstehe ich ja sowieso nicht. Aber er hat gesagt, you are just like your father. Und wir, no, no, Mama, ich bin nicht wie dein Papa, wie mein Papa. Meat Cleaver haben wir auch noch. Jacob und Esau. Challenge 39. Challenge 40. Und a strange door has appeared irgendwo. Geil. Oh, damit haben wir Mutti besiegt. Und es gibt tatsächlich so ein Icon da. Seht ihr da dieses Messer? Aber unten rechts fehlt halt auch noch irgendwas. Also irgendwo war ich noch nicht. Wo kann ich denn noch hin? Kein Plan. Und zwei neue Challenges, die wir uns auf jeden Fall angucken könnten. Seeing Double wird ja dann mit Jacob und Esau sein, I guess. Dann auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.